Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. So eine Bootsfahrt, die ist lustig, so eine Bootsfahrt, die ist schön. Der Hilmteich ist aus seinem Winterschlaf erwacht und bietet in der warmen Frühlingszeit tolle Aktivitäten wie Fischen und kleine Bootsfahrten an. Die Redakteure von Steiermark 1 waren bereits sehr aktiv und haben für unser Steiermark-Magazin neben der Kochbuchpräsentation von Willi Haider auch die Jubiläumsfeier der Stadthalle Graz besucht. Zwischendurch haben sie sich bei den goldenen Kugeln für den anschließenden Business-Marathon der Woche Steiermark gestärkt. Mehr dazu in Kürze in unserem Eventmagazin. Ein Jahrzehnt Top-Events in der Hauptstadt. Ich weiß, ihr seid alle hier im Dunkeln. Aber jetzt Licht! Seit 10 Jahren ist die Grazer Stadthalle die erste Adresse für die besten Events der Stadt. Unter diesem eindrucksvollen Dach ist wirklich schon viel passiert. Die Palette reicht von Top-Sportveranstaltungen bis zu sehr klassischen Veranstaltungen, bis dahin, dass wir hunderte Tonnen Dreck, auf Deutsch gesagt, in die Halle karren, um Mega-Events herzukriegen. Wir haben an die 1000 Events in der Stadthalle durchgeführt. Up the Irons! Und wir hatten in diesen 10 Jahren weit über 4 Millionen Besucher. 2002 wurde die Stadthalle nach nicht einmal 2 Jahren Bauzeit eröffnet. Die Bauweise ist übrigens bemerkenswert. Das Dach, das bis zu 11.000 Menschen Schutz bietet, ruht nur auf 4 Grundsäulen. Das garantiert beste Sicht von der ersten bis zur letzten Reihe. Nicht nur für Massenspektakel aller Art, auch für ganz spezielle Veranstaltungen ist diese Halle für alle der passende Rahmen. Wir veranstalten ja Fachmessen, die vollkommen an der Öffentlichkeit vorbeigehen, weil es eben Fachmessen sind und sich die Leute hier treffen. Und das führt zu einer generellen und internationalen Reputation der Steiermark und von Graz. Und da profitiert jeder davon. Das Internet hat unser Leben nachhaltig verändert. Aber auch im Zeitalter von Online-Kaufhäusern und virtueller Kommunikation sind Veranstaltungen wie beispielsweise die Grazer Messe immer noch up-to-date. Die Leute haben sehr schnell gemerkt, dass Touch and Feel fehlt. Man kann es sich anschauen dort drinnen, aber man kann es weder anfassen, noch kann man es ausprobieren. Und das ist ganz wichtig, was die Messen betrifft, man kann es nicht alles auf einer Stelle, an einem Ort gleich miteinander vergleichen. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich die Kommunikation. Was Sie hier sehen, sind Bilder aus den vergangenen 10 Jahren. Diese Tradition der Top-Events wird auch im Jubeljahr 2012 fortgeführt. Konzerte wie zum Beispiel Udo Jürgens oder Die Ärzte werden neben Musicals, Kabarets, Shows und Kongressen wieder für eine volle Halle und begeisterte Besucher sorgen. Davon profitieren viele. Die Stadthalle wird ein zentraler Punkt bleiben, auch als Schnittstelle für Süd-Südost, ausgesehen von Graz aus, für die Entwicklung und für alle Bereiche, die in irgendeiner Form zum einen betriebswirtschaftlich, zum anderen natürlich volkswirtschaftlich für dieses Land und für diese Stadt von Nutzen sind. Die Stadthalle wird uns auch in den nächsten Jahrzehnten so richtig rocken. Startschuss für den Semmeringtunnel. Gut Ding braucht Weile. 30 Jahre lang wurde über den Semmering-Basistunnel gestritten. Nun war es aber soweit. Für den Semmering-Basistunnel neu erfolgte in Glocknitz der Spatenstich. Das ist ein Jahrhundertereignis. Diese Südbahn mit Semmering-Tunnel und Kolm-Tunnel
wird vielen Generationen noch von unglaublichem Nutzen sein. Die Erreichbarkeit der Steiermark wird eine ganz andere sein. Das heißt, dass die exportorientierte Industrie über kürzere Transportwege, über stärkere Erreichbarkeit unglaublich profitieren wird in der Steiermark. Aktuelle Studien sagen, dass auf 30 Jahre gesehen eine zusätzliche Wertschöpfung von 15,5 Milliarden Euro zu erwarten ist und 15.000 neue Arbeitsplätze entstehen können. Der Ausbau der Südbahn bringt nicht nur der Steiermark und Kärnten wirtschaftlichen Aufschwung, sondern ganz Ostösterreich. Der Baltisch-Adriatische Korridor verbindet Österreich mit Norditalien und allen wichtigen Hafenstädten. 3 Milliarden Euro werden hier investiert. Aber wissen Sie, ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass wir sparen müssen, aber nicht kaputt und tot sparen, sondern gleichzeitig klug investieren müssen. Das gilt für Österreich, das gilt für ganz Europa. Wir haben nichts davon, wenn wir in Europa Massenarbeitslosigkeit haben. Ich will das in Österreich nicht haben. Und daher müssen wir sparen, klug investieren und Beschäftigung heute sichern, in Krisenzeiten Menschen einen Arbeitsplatz geben. Mit dem Semmering-Basistunnel neu entstehen 2 Tunnelröhren von 27,3 Kilometern Länge. Damit wird die Fahrzeit Wien-Graz um ein Drittel verkürzt. Das Wichtige ist, dass wir diese Lebensader in den Süden auf der Bahn ausbauen, damit wir das haben, was, glaube ich, alle in Österreich wollen, nicht den Verkehr, weder die LKWs noch die PKWs auf den Straßen mit allen negativen Auswirkungen für die Umwelt, sondern dass wir das auf der Schiene befördern. Da müssen wir aber jetzt investieren und bauen, aber jetzt geht's los. Die Bauzeit beträgt 12 Jahre, wobei das Weltkulturerbe Gegerbahn über den Semmering erhalten bleibt. Erst nächste Generationen werden begreifen, was die Vorkämpfer hier also geleistet haben. Jetzt dauert es zwar noch 10 Jahre, es ist ja auch ein unglaubliches Infrastrukturprojekt, aber heute ist ein historischer Freudentag und den wollen wir auch dementsprechend begehen. American Way of Life am Grazer Hauptbahnhof. Welcome, folks! Hier in Granola am Grazer Hauptbahnhof gibt es die Qualitäten der 3 goldenen Kugeln, ganz amerikanisch. Hallo, ich bin die Bedina. Herzlich willkommen im Granola. Wir haben die besten Burger in der ganzen Stadt. Kommt, probiert's aus, denn wir zelebrieren American Way of Life. Benannt nach einem amerikanischen Knuspermüsli, das es hier übrigens auch gibt, bietet das Granola alles für den richtigen Start in den Tag. Hallo, ich bin die Senke. Bei uns gibt es eine Vielzahl Frühstücksvariationen, die ihr ab 7 früh den ganzen Tag bestellen könnt. Zum Beispiel French Toast, Pancakes, zahlreiche Omelette-Kombos und vieles mehr wartet noch auf euch. Das Frühstück gibt es übrigens den ganzen Tag, bis zur Sperrstunde um 23 Uhr. Und es ist groß, gut und günstig, wie jedes Essen hier. Hallo, bin der Tibi. Wir haben für euch von Montag bis Freitag 3 gängige Menüpläne. Die Qualität wird bei uns groß geschrieben, nur das Beste für die Gäste. Dieser etwas andere Coffeeshop ist ein Tochterunternehmen der legendären 3 goldenen Kugeln. Mit all deren Qualitäten und noch ein bisschen mehr. Hallo, mein Name ist Edin. Bei uns wird Kaffeekultur sehr groß geschrieben. Wir verwenden ausschließlich Arabica-Bohnen aus unserer eigenen Rösterei. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne bei unseren zahlreichen Kaffee-Variationen überzeugen. Hallo, ich bin die Antonia. Kommt ins Granola vorbei und probiert unsere tollen, hausgemachten amerikanischen Süßspeisen wie Cupcakes, Torten oder unsere tollen Cheesecakes und Apfelkuchen. We are America. Besucht uns auch auf Facebook. Die Afterwork Happy Hour von 17 bis 19 Uhr lädt ein, die speziellen Cocktails, die es nur hier gibt, in aller Ruhe auszuprobieren. Hallo, ich bin die Jen und ich bin hier zuständig für die Cocktails in Granola. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen kommen können für unsere Signature Cocktails. Wer das fantastische Essen, am besten inklusive Dessert im Granola, einen ganzen Monat lang genießen will, für den haben wir einen Tipp. Mitmachen bei der Wahl zum beliebtesten Mitarbeiter. Abstimmen können Sie im Granola oder übers Internet.
See you im Granola. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Leckerei Bachalwirt. Ihr Schlemmer- und Unterhaltungsparadies in Hengsberg in der Südweststeiermark. Essen, Tanzen, Feiern und das zu einmaligen Preisen. Täglich ab 8 Uhr früh. www.leckerei-bachalwirt.at. Vorbildlich, vorbildlich. Tausende Menschen sind beim E-Business-Marathon der Woche Steiermark mitgelaufen und haben in Zweier-, Vierer- und Achter-Teams bewiesen, dass im Sport das Miteinander an erster Stelle steht. Womöglich hat der eine oder andere sogar beim Hilmteich seine ersten Proberunden gedreht. Fit waren die steirischen Unternehmen nämlich allemal. Schnell, schneller, der E-Business-Marathon der Woche Steiermark. Tausende Läufer nahmen an dem sportlichen Großevent in der traumhaften Kulisse des Schwarzelsees teil. Wir haben uns vorgenommen, heuer 4.500 Leute hierher zu bringen. Das ist uns gelungen. Mit den Nachmeldungen vor wenigen Minuten hat sich der 4.500. Teilnehmer angemeldet. Insgesamt glauben wir, dass Fitness und Teamgeist sehr, sehr wichtig ist in einem Unternehmen, auch Teil der Unternehmenskultur sein sollte. Und das wollen wir mit unserem Sponsoring hier unter Beweis stellen. Und das stellt auch unsere Mannschaft unter Beweis. Egal ob Profis, Gelegenheitsläufer oder Laufdebütanten, alle waren herzlich willkommen. In Zweier-, Vierer- und Achter-Teams bewältigten Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern die Marathondistanz von rund 42 Kilometern. Das fördert nicht nur den Teamgeist, sondern macht auch eine Menge Spaß. Durchkommen ist wichtig. Vizemann, ja. Wir tun schon. Mercedes-Schlüssel. Ich bin immer am Ball. Ganz im Winter brav trainiert. Das sind meine Kollegen da. Ja, schaut. 1421. Ich schon, ich weiß nicht, wie es hier geht. Eigentlich schon, aber er ist ein bisschen aufgeschlagen. Und während sich tausende Läufer sportlich austobten und Spaß hatten, fiel für andere der Startschuss schon vor 2 Monaten. Das ist jedes Mal eine Anspannung, wenn sehr viele Leute zusammenkommen. Gott sei Dank passiert immer sehr, sehr wenig. Aber es ist immer ein bisschen ein Kick und deswegen machen wir es ja. Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Oder etwa nicht? Seid ihr mitgelaufen? Ja. Schaut so verschwitzt aus. Ja. Jetzt geht's besser, ja. Banane peppelt auf. Ich bin ja ganz auf Lauka gelaufen, weil ich jetzt am Wochenende 3 Wettkampfe gehabt, triathlonmäßig. 5 Kilometer ist halt eine lange Strecke, das glaubt man gar nicht und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Zur Belohnung gab es den Sprung ins kühle Nass oder das kühle Blonde. Los für heute! Noch nicht! Geht's erst richtig los. Jetzt muss ich zu unserem Stand gehen, zum Glück ist es gratis. Ist es schon leer? Ja, dann müssen wir noch eins holen. Im Laufschritt ging es dann weiter zur größten After-Run-Party mit der Kultband Egon 7. Und gekürt wurde ja nicht nur die schnellste Gruppe, sondern auch die größte und die attraktivste. Man muss eben nicht immer der Schnellste sein, um hervorzustechen. Naja, wenn wir auffallen wollen, wenn wir den Pokal gewinnen, ne? Und das 50-Liter-Fassel, was viel wichtiger ist für uns. Den Firmenchefs bleibt jetzt also wieder ein Jahr Zeit, um das Styling ihrer Mitarbeiter genauer unter die Lupe zu nehmen oder sie besser gleich zu Höchstleistungen zu motivieren.